weiß ich immer noch nichts. Was machen wir jetzt hier überhaupt? Mein Gott, hallo! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt sie ruhig umfrisieren dürfen. Nein, aber doch, nicht für dich und auch nicht für jemand anderen. So, um was geht? Wir haben heute Expertenzeit, ne? Es ist Montag. Es ist Expertenvideo. Samstag heute, immer. Und wir haben heute das Thema 12 besonders kuriose Gesetze weltweit. Ja, also Gesetze, die auch hätten von dir stammen können. Und da sagt der Experte mal was zu. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich wurde hier ein reingezogen, wieder aus dem Schrank raus, Tür auf, Schrank auf, Experte raus, hinsetzen und mach was. Ja, gut. Okay, ja. Gesetze. Ich bin ja auch also, Jurist. Hier also, geht noch was vom letzten es geht Video. Halt, oh, es geht einfach darum, dass auch Leute in den Urlaub fahren, in verschiedene Länder und da immer aufpassen müssen, dass sie dann irgendwie, naja, wie auch immer. Also, erzähl mir mal Gesetze. Nummer 1. Geht in die Schweiz. Schweiz, kein Toilettengang nach 22 Uhr. In der Schweiz ist das nächtliche Wasserlassen verboten. Der Toilettenbesuch muss entweder bis zum nächsten Tag hinausgeschoben oder eine andere, weniger hygienische Lösung gefunden werden. Das bedeutet, dass das Betätigen der Klospülung erst am nächsten Morgen wieder erlaubt ist. Verboten ist auch das Pinkeln im Stehen zu später Stunde, da so die Meinung, die Nachtruhe der Nachbarn zwangsläufig gestört wurde. Wer kontrolliert das? Gibt es da in jedem Haus die Pipi-Polizei oder die Kaka-Polizei? Die Kaka-Polizei. Jasmin, danke für den Kaka. Also ich weiß nicht, wir haben immer noch keinen offiziellen Namen dafür. Er bleibt Kaka einfach. Nein, wir haben gesagt, wir müssen das noch abstimmen. Ah, aber alle haben für Kaka bestimmt. Haben alle für Kaka? Mindestens 5 Leute haben für Kaka gestimmt. Dann ist das unser Kaka. Nee, unser Kaka-Du. Ja, aber wenn er dann Kaka muss, was machst du dann? Nicht spülen? Es gibt ja auch Windeln für Erwachsene. Die gehen in der Schweiz besonders gut, glaube ich. Aber du warst doch auch mal in der Schweiz. Das hast du es auch nicht? Mir hat keiner von diesem Gesetz erzählt. Ich fürchte, ich bin in der Schweiz ein gesuchter Mann. Da hängen wahrscheinlich Plakate. Der Bibi-Mann gesucht. Wer hat den Experten gesehen? Wer hat diesen Mann gesehen? Was hat er denn verbrochen? Er hat gepinkelt nach 22 Uhr. Und nach 5.45 Uhr wird zurückgepinkelt. Weiß ich nicht. Nee, ab 6 Uhr. Ach ja, das stimmt. Ab 6 Uhr. Aber habe ich, also weiß ich nicht. Gilt das wohl noch? Oder sind das einfach so Gesetze, die nie aus dem Gesetzbuch rausgenommen werden? Ich werde da mal nochmal Kontakt aufnehmen. Ich habe noch einen Kumpel, sag ich mal, der aus der Schweiz kommt, der hat rüber gemacht. Ja? Hallo Norb. Ach ja. Ich frage mal, ob der das Gesetz kennt und ob der heute noch Windeln und trägt, so aus Gewohnheit vielleicht. Also Nummer 2, die geht, also da sind wir in Singapur. Kaugummi nur auf ärztliche Anweisung. Was? Singapur ist eines der saubersten Länder der Welt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Haben die nicht da so Sümpfe? Diese Dratschen? Nee, wie heißt das? Was weiß denn ich? Ich weiß nicht mal, wo Singapur liegt. Was so auf dem Wasser fährt? Boote! Nein, das doch, ist... Boote fahren auf dem Wasser. Der Experte weiß sowas. Doch, hier Boote. Bei Captain Jack Sparrow. Ja, Boote! Die waren auch in Singapur. Wie heißt das denn da, diese Dratschen? Nein, Dritschen? Junken? Junken! Das sind Boote! Auf dem Wasser fahren Boote. Als man 1992, das ist ja noch gar nicht so lange her, bemerkte, dass sich die Rechnung der öffentlichen Reinigung aufgrund von auf Fußböden festklebenden Kaugummis immer mehr erhöhte, wurden Verkauf und Konsum des schmatzenden Gummis verboten. Seit 2004 wurde das Verbot gleich gelockert und die singapurischen Bewohner dürfen seitdem wieder Kaugummi kauen. Aber nur auf ärztliche Anordnung. Zum Erwerb sind jene berechtigt, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder über Verdauungsbeschwerden klagen. Ja, da sage ich nur, hier ist wieder Werbesendung. Ist das Werbesendung? Ja, immer. Ja? Dauerwerbung. Ne? Dauerwerbung, weil nämlich Renny räumt den Magen auf. Ne? Die älteren Zuschauer kennen das. Ja, gibt's das einen noch? So, und die Jüngeren können da mal nach googeln. Ne? Nach Renny. Nach Renny. Renny räumt den Magen auf. Aber jetzt so, mal ganz ehrlich, wenn du Verdauungsbeschwerden hast, warum Kaugummi kaum? Ja, da ist dann, ey, jetzt... Wenn du da schluckst, war das da abends im Vorhaben nicht so gut. Jetzt stell dir mal vor, wir kombinieren das Gesetz mit dem ersten Gesetz aus der Schweiz. Dann gibt es aber Schwierigkeiten dann da. Renny räumt den Magen auf und nach 22 Uhr, da ist nichts mehr mit durch.
Gibt's aber Konflikte da, also. Ja, also. Okay, also, Herr Doktor, da hinter den Bahnhöfen in Singapur, da ist was los hier, da ist der Kaugummi-Dealer gleich am Start hier. Auf die Klicks, unter der Hand. Hier in Deutschland kriegst du Viagra auf Rezept, in Singapur kriegst du Kaugummis auf Rezept, in Apotheke. Ja, gut, ne? Vielleicht hängen dafür dann eben zum Ausgleich an den Hauswänden so Automaten, ne? Schmeißt du einen Euro rein, drehst du dran, kommt für Viagra vielleicht raus. Ein Euro, das ist aber günstig für Viagra. Ja, was weiß denn ich? Da kennt sie aus. Gehen wir jetzt nach Dubai. Wir gehen, zu Fuß. Mhm. Und da ist Küssen verboten. Das haben die Prinzen schon gewusst. Dubai ist derzeit eines der beliebtesten Ziele für Honeymooner. Aha. Die frisch Vermählten sollten jedoch vorsichtig sein, wo sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Küssen in der Öffentlichkeit ist nämlich in Dubai verboten, da es nicht mit den Vorschriften lokaler Kultur und Sitten konform geht. Da ist er gleich dabei. Moment, ich lese erst zu Ende. Aufgrund der Anzahl festgenommener Paare hat die Regierung eine Broschüre veröffentlicht, in der sie ausländische Besucher darüber aufklärt, bestimmte Verhaltensregeln während ihres Aufenthalts zu respektieren. Die Vorschriften erinnern unter anderem daran, dass auf der Straße weder Alkohol konsumiert werden darf, noch betrunkenes Torkeln oder Tanzen, Zuneigungsbekundungen wie Küssen oder Händchenhalten erlaubt sind. Darüber hinaus wird das Einnehmen von Drogen, Fluchen und das Äußern von Schimpfwörtern sowie Spucken nicht geduldet. So, und wie behandeln die Männer die Frauen da in den Arabischen Emiraten? Aber es ist ja schön, dass auch immer mehr Deutsche nach Dubai auswandern. Jetzt sag doch mal was dazu. Was soll ich dazu noch sagen? Habt ihr einen Meldung? Liebe Dubainesen. Oder wie heißen die? Heißen die Dubainesen? Weiß ich doch nicht. Dubaianer? Habt ihr vollkommen einen Schlag weg oder was? Was ist denn da schlimm dran, wenn man da in der Öffentlichkeit rumknutscht? Du weißt doch, wie die da verschleiert sind. Ja, solange sie mir auf dem Bürgersteig nackig wälzen und... Musst du aufpassen, wenn du da was du beträgst als Frau. Musst du auch aufpassen. Ja, das ist auch wieder so ein Unterdrückervölkchen da. Ja? Die haben zwar hohe Türme gebaut, aber... Und Palmeninseln? Das können die selber nicht erfunden oder kreiert haben. Weil wenn die Intelligenz... Aber die Männer dürfen da alles. Wenn die Intelligenz da so Mangelware ist... Tut mir leid. Nee, komm, mach weiter. Weiter. Die Philippinen sind dran. Frank Sinatras My Way singen untersagt. Kennst du? My Way. In manchen Ländern ist Karaoke eine sehr ernste Sache. So ernst, dass es bei falsch gesungener oder respektloser Interpretation einiger Songs zu schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen ist. Dies ist beispielsweise auf den Philippinen der Fall, wo Frank Sinatras My Way 2010 in Karaoke-Lokalen verboten werden musste, da es seinetwegen zu Zwischenfällen bis hin zum Mord gekommen ist. Demnach gab es in den letzten 10 Jahren vor dem Verbot mindestens ein halbes Dutzend organisierte Streitereien, die für den Interpreten eine miserable Version des besagten Liedes zum Tod führten. Also da will ich aber auch... Moment, es geht... Obwohl die Behörden nicht nachweisen konnten, dass die tödlichen Querelen Sinatras Song zur Ursache hatten, bezeichneten die Presse die Taten als die My Way-Verbrechen. Was zu einer einfachen Anekdote hätten werden können, kulminierte in einer nationalen Paranoia. Viele Lokale des Landes strichen My Way aus ihrem Songrepertoire. Also wenn du das singst, wirst du erschossen? In welchem Land warst du da? Philippinen. Auf den Philippinen, okay. Dass die, wenn die Philippinesen, Philippos, Philippaner, Philippis, Philippen, gut, wenn die solche Sinatra-Fans sind und das dann Leben retten aber kann, dafür, ja, aber da muss ich auch sagen, aber Karaoke, da kann ja keiner singen. Das ist doch lustig, das ist doch okay, mein Gott, aber ja gut, wenn die das so, vielleicht ist das für die ein Heiliger oder so und dann redet eine Beleidigung von der Gottheit. Aber gut, da sind wir aus dem Mittelalter auch schon raus. Gut, hier die Leute da vom IS oder so, die sind da ja noch dabei. Die gehen ja noch auf ihre Kreuzzüge und das. Die haben ja auch einen am Hirn. Ihr müsst doch niemanden erschießen, weil er... Aber dann hättest du das ja bei mir auch schon mal gehört, wie oft ich falsch singe oder immer falsch singe. Ja, aber das klingt wenigstens noch gut. Naja. So falsch, aber gut. Egal. Ja, ich sag mal so. Wie hat er gesagt? Egal.
Ja, den hätten sie auch schon längst, na, aber egal. Dazu, ich bin für das Gesetz, dass man Songs vom entsprechenden Interpreten in Deutschland auch verbietet. Unter Straf stellt die, ne, hier, von egal, ne, der Corona-Leugner Nummer 1. Wo ist denn Burundi? Burundi ist ja auch hinter Mond gleich links. Da ist kollektives Burundi. Laufen nicht gewünscht. Ah, also so Walking-Gruppen und so. Während des Bürgerkriegs, der in Burundi von 1993 bis 2008 tobte, liefen die Bürger in großen Gruppen los, um Spannungen abzubauen und sich vor den gefährlichen Milizen zu schützen. Im März 2014 jedoch verbot der Präsident des Landes, Pierre Nkurunziza, das Laufen in Gruppen mit dem Argument, die kollektiven Läufe würden als Deckmantel subversiven Unruhestiftens gegen die Regierung genutzt. Ja, ist auch ein Putin oder was? Das Gesetz ist derart streng, dass es Gefängnisstrafen vorsieht. Aber dies gilt nur für Gruppen. Einzelne Personen dürfen weiterhin joggen gehen. Lieber burundischer Präsident, du leidest auch so ein bisschen unter Verfolgungswahn und Paranoia. Sag mal, in welcher Welt leben wir eigentlich? In der Welt der Gesetzlosen. Das ist doch wohl nicht mehr normal. Das ist doch... Kann ich so eine Angst haben vor Menschen? Ja, aber wenn das passiert, dann hast du Angst. Dann ist es zu Recht, dass die Leute, sag ich mal, auf der Straße marschieren und zwar hin zu dem. Ich gehe immer weiter da, wo Freiheit mich umfängt oder wie. Alf geht doch immer weiter. Hinter Mond gleich rechts. Burundi ist gleich links. Also, wir sind dann bei Turkmenistan. Was haben wir gerade? Turkmenistan? Kein Playback. Was? In Turkmenistan wird entweder richtig oder gar nicht gesungen. Die Regierung erließ 2005 ein Verbot von Playbacks für Sänger und Gruppen in Fernsehshows und bei kulturellen Events mit dem Ziel, die authentische Kultur des Landes zu erhalten. Und da man schon beim Verbieten war, schloss man gleichzeitig die für unnötig befundene Oper und das Ballett in das Verbot mit ein. Das ist aber nett. Da fällt mir jetzt leider nichts zu ein, außer... Dann machen wir weiter. Gut, dann wäre gewisser Sänger in Deutschland aber auch arbeitslos, wenn Playbacks verboten wären. Der... Egal. Weiß ich nicht, ich glaube, der macht kein Playback. Naja, wie... Der macht wie gar nichts. Ist ja auch egal. Denn wir sind jetzt in Amerika. Oh ja, Überraschungseier. Jetzt kommen Gesetze. Überraschungseierfreie Zone. Die beliebten und berühmten Überraschungseier von Ferrari. Werbung. Wenn ich zwei will, dann sage ich das. Sind in den USA tatsächlich verboten. Das wusste ich nicht. Der Grund, die Furcht, Kinder könnten sich am Inhalt der Überraschung im gelben Plastikbehälter verschlucken. Das Gesetz, das jegliche Lebensmittel mit integriertem Spielzeug untersagt, wurde im Jahr 1938 erlassen. Drei Jahrzehnte also vor dem Erscheinen des kultigen Schokoladeneis. Also aufpassen vor dem unfreiwilligen Einschmuggeln im Urlaub, denn so konnte www.jetcost.de herausfinden, der Import wird mit $2,500 pro Ei bestraft. Geh doch mal ein bisschen weiter zurück. Nein, ich kann nicht. Ich muss näher zu euch, sonst geht okay, nicht. Ihr müsst mich festhalten. In besagtem Land muss auch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, in der Bedienungsanleitung einer Mikrowelle nicht zum Trocknen von Kleintieren geeignet. Jetzt wirklich? Jawohl. Stimmt man da sein Hamster rein? Es kam da doch zu diversen gekochten Zwischenfällen von Katzen, Mäusen, Hamstern. So, schön geschrubbt und am Waschbecken die ganze Nacht über Mikrowelle, wuff rein, 10 Minuten trocken. Ja, auch gut durchgegart, ne? Das machen doch keine Menschen. Nee, aber Amerikaner. Die sind nicht alle die cleversten Drogen. Es gibt da, warte mal, kenne ich einen intelligenten Amerikaner? Nein. Trump. Nein. Deswegen. Aber die sagen, keine Ü-Eier erlaubt, weil die Kinder sich daran verschlucken können. Aber jeder darf eine Waffe haben und sich damit einen Kopf wegballern. Das ist ganz was anderes. Das ist nicht, die kann man ja nicht verschlucken.
Doch, einen Lauf kannst du auch verschlucken. Da siehst du mal, ich sprach doch gerade über die Intelligenz da in. Was? Allgemein von der Menschheit. Sagen wir mal so, wollen wir es nicht nur auf die Amerikaner reduzieren? Nehmen wir Russland gleich noch mit dazu. Turkmenistan und was wir noch alle hatten. Ja, wie du schon sagst, Überraschungseier, 2.500 Euro Strafe oder Dollar Strafe, aber da läuft jeder mit einer Knarre rum, so, ne? Aber wenn ich jetzt mit einer Waffe einreisen würde, darf ich das? Du musst halt nur Bescheid sagen, ich bringe eine Waffe mit oder so. Okay. Muss halt anmelden irgendwie, ne? Das ist jetzt schon in Ordnung. Und vor allen Dingen, wenn du nach Texas gehst, da ist das wahrscheinlich sogar Pflicht. Ja, da darfst du gar nicht ohne. Da darfst du ohne Waffe nicht rein, weil du musst dich ja verteidigen können für den Fall eines Angriffes. Nummer 8 ist in China. Ach Gott. Läuft. Keine Filme mit Zeitreisenden. Jetzt wird's lustig. Was? Oh, also gut. Also Michael J. Fox. Dieses Verbot erscheint wie ein erfundenes Märchen, doch weit gefehlt. In China muss der Zuschauer auf Martys Zeitreisen verzichten, McFly. Ja. Auf Arnold Schwarzeneggers Terminator oder auf Bruce Willis Weltrettung in 12 Monkeys. Denn all diese Filme handeln vom Thema Zeitreise. In China sind Zeitreisen in der Realität wie in der Fiktion strengstens verboten. Also, stopp. Moment, ich stopp. Gehe noch weiter. Nein, nein, nein. Nein, du musst erst anhören. Erst. Nein. Die regierende Volkspartei China gibt an, dass Fernsehdramen nicht Figuren thematisieren dürfen, die sich in der Zeit bewegen und die Geschichte neu schreiben, da dies der chinesischen Historie zuwiderläuft. Zuwiderläuft. Dem ist der Mangel an wissenschaftlicher Genauigkeit bei den meisten Produktionen mit Bezug auf Zeitreisen hinzuzufügen, so die Volkspartei. Liebe Volkspartei. Geh doch nicht so nah. Doch. Die müssen das sehen und hören. Die Chinesen scheinen wirklich nicht die cleversten zu sein. Also habe ich richtig verstanden. Zeitreisen sind also auch, also nicht nur im Film verboten, sondern auch in der Realität, oder? Ich platze gleich. Das könnt ihr nicht ernst meinen, das ist ein Witz. Aber es könnte ja jemand die Geschichte umschreiben, die ich. Ich empfehle, ja. Das wollen die ja nicht, die Volkspartei. Ja, ich gehe jetzt gleich mal in meinen Keller, dann steige ich in meine Zeitmaschine und verändere die Zukunft. Ja? Zeitreisen sind in der Realität nicht möglich. Harald Lesch. Genau, der erklärt... Geh doch mal bitte ein bisschen zurück. Zeitreisen aus verschiedenen physikalischen Gründen alleine schon, das... Boah. Das ist lustig, oder? Das ist ganz toll, das ist ein Aufreger für meinen Blutdruck. Ich brauche gleich meine Pillen. Habe ich auch gar nicht genommen. Ich brauche gleich meine Pillen hier. Zeitreisen sind also, Gott sei Dank, sind die in der Realität verboten. Liebe Chinesen, noch dämlicher geht es nicht. Ja, aber das zeigt doch alles. Ja, aber gut, wenn man in so einem autoritären, menschenfeindlichen, menschenrechtsfeindlichen System lebt, dann kann man auch mal Zeitreisen verbieten. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Also wenn das nicht gibt, dann würde ich sagen, dann glauben die auch an Einhörner. Natürlich, die gibt es ja auch in echt. Ja? So in China, da gibt es ja auch Drachen. So. Also, aber dass auch Zeitreisen dass dann in filmischer Darstellung verboten sind, das ist Science Fiction, Mann, wie erkläre ich euch denn jetzt, dass Zeitreisen unmöglich sind? Es ist egal, wir sind gleich wieder da. Wiedersehen. Wir reisen nur kurz in der Zeit zurück und fangen nochmal neu an. Bis gleich. So, da sind wir wieder und mit Nordkorea. Ja, wird wir sind nicht besser. Wir sind gerade mal in die Zukunft oder gereist. Oder ist der kleine dicke Mann in Südkorea? Der ist in Nordkorea. Ja, dann wird es nicht besser. Ne, also der hat jetzt auch Zeitreisen verboten. Nee, keine Jeans und Piercing. Ja, gut, okay, ich weiß schon, brauchst du gar nicht vorlesen. Okay. Der Kim Jong-un, der hat sowieso einen am Helm. Der ganze Westen ist böse, böse und deswegen dürfen auch keine Jeans getragen werden, kommt nämlich aus dem Westen. Piercings kommt auch aus dem Westen wahrscheinlich, oder? Was hat er für eine Begründung? Nee. Dass sich das Volk dann auflehnt oder macht das... Nordkorea sprach vor einigen Monaten seiner Bevölkerung gegenüber einem Verbot aus, was das Tragen von Jeans oder Piercings betrifft. Dies ist als restriktive Maßnahme gegen westliche Mode zu verstehen, der Pyeongchang einen schädlichen Einfluss auf die nordkoreanische Gesellschaft vorwirft. Die Bürger werden von regimeloyalen jungen Milizen überwacht und überprüft. Ziel der Mission ist es,
der Korruption der öffentlichen Moral vorzubeugen und kapitalistische Neigungen anhand der Kleidung aufzuspüren, die, wie etwa der Rocklänge, der Schuhe, des T-Shirts oder der Frisur. Ja, in Nordkorea gibt es, ich glaube 12 Frisuren für Männer, die vorgeschrieben sind, die du tragen darfst. Ja? Und ich glaube 15 für Frauen oder irgendwo, oder 10 für Frauen, irgendwie so. Ich frage mich immer, warum leben da noch Menschen in dem bei Land? Bei den Friseuren gibt es Tafeln mit den Schnitten, kannst du dir angucken, kannst du sagen, ich will einmal die Nummer 7. So wie bei McDonald's. Ja, so einmal die Nummer 7. Du darfst keinen anderen Haarschnitt tragen dort. Es gibt da ganz interessante Dokumentationen darüber, die also wirklich unter Lebensgefahr, sag ich mal, da entstanden sind. Also, diese Menschen, die in dem Land leben müssen und da nicht wegkommen, die tun mir echt leid. Ja. Kannst du nicht einfach so abhauen? Nee, das funktioniert leider nicht. Ich bin jetzt mal assi. Ja, ich habe auch schon, war auch schon assi. Diese ganze Führungsriege da, ja, auf der einen Seite erzählen sie, komm, ihr Westen ist so böse und das, ja, die gehen ganz hart gegen den Westen vor und gegen ihre eigene Bevölkerung. Die leben da, aber teilweise wachsen die ja so auf, die Kinder werden ja darauf gedrillt, da wird die Geschichte vollkommen verdreht, da wird nur ein Scheiß erzählt. Hey Kate, du bist verdreht. Die Jugendlichen, die es nicht besser wissen, die haben echt Mitleid mit den Menschen, die halt nicht in Nordkorea leben müssen. Ja, aber es ist ja wieder bei der DDR früher. Die haben teilweise Mitleid mit den Menschen, die nicht in Nordkorea leben, weil es denen so schlecht ja geht. In Nordkorea ist ja alles so toll. Fernsehen haben die auch nicht, nur erste, zweite, dritte Programm. Die haben, ne? Nur so ein staatliches Fernsehen, oder die werden da die ganze Zeit beschallt in der Schule mit dieser Propaganda und Kim Jong-un ist der Größte und wir sind die Helden und haben eine Rakete. Und das ist ja schlimmer wie bei Hitler. Das ist richtig extrem dort. Und das Problem daran ist, selbst wenn der Kim Jong-un irgendwann mal... Ja, da kommt der Kim Jong-Pum. Ja, Zeitreisen hin oder her. Das war ja schon, sein Großvater war ja schon dort der Diktator. Ja, sein Vater. Und er ist das erste. Wahrscheinlich auch schon wieder. Und der nächste steht schon irgendwo in den Startlöchern. Ja. Das wird da nicht aufhören. Das ist schlimm und traurig, dass wir im Jahre 2022 noch solche Verbrecherregime haben auf der Welt. Hallo, Mr. Putin. Ja. Du bist Kacke. Ich hatte ja eine Empfehlung mal abgegeben, so mit einer Insel, Däschchen Tee. Ja, aber dann, nee. Komm, wir machen jetzt weiter mit Nummer 10. Das ist nämlich in Großbritannien. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir in die EU, aber... Naja. Sterben im Parlament verboten. Ja, so, auf die Strafe bin ich gespannt. Was? Du bist gestorben? In Großbritannien ist es per Gesetz verboten, im Parlament zu sterben. Denn dieses hat den Status des Palastes der Königsfamilie. Ja. Demzufolge hätte die verstorbene Person das Recht, mit allen Ehren der Krone ein staatliches Begräbnis zu erhalten. Aus diesem Grund werden alle, die im Parlament eine Ohnmacht oder einen Anfall erleiden, schleunigst von den Saaldienern hinaus befördert. Und falls jemand darauf kommen soll, das Parlament in einer Rüstung zu betreten, dies ist ebenfalls verboten. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, weil da einer mal umgekippt ist und dann haben sie ganz schnell raus. Das Ding ist, jetzt stirbt da wirklich einer so wie ein Herzinfarkt. Kann ja passieren. Ja, Punkt tot. So, Punkt tot. Muss man raustragen. Ja, was kriegt der jetzt für eine Strafe? Ja, kein Staatsbegräbnis mit Krone. Nee, der muss ja bestraft werden. Ja, der wird irgendwo verscharrt. Wenn ich ein Gesetz breche, muss ich eine Strafe geben. So, und jetzt sterbe ich da in diesem Parlament, weil meinetwegen bin ich Besucher oder was, hab plötzlich ein Ärzte dort stillstand. So, wie will man mich denn jetzt verklagen und verurteilen? Liebe Briten. Wir machen mit 11 weiter. Habt da super nachgedacht. Erklärt natürlich auch so euren EU-Austritt. Jetzt kommen wir in die EU, nämlich nach Italien. Sandburgen am Strand unerwünscht. Ja, unerwünscht, aber nicht verboten. An den Stränden von Eraclea? Entschuldigung, wenn Italiener zugucken. Es tut mir leid. Wenn ihr zuhört. Wohin wie viele Sommerurlauber reisen, um Ruhe vor den Menschenmassen im benachbarten Venedig zu finden, können Schaufel und Eimer getrost zu Hause gelassen werden. Das Bauen von Sandburgen am Strand ist nicht gestattet. In Eboli ist man eher um die Sicherheit am Steuer besorgt. Der dort dargebotene waghalsige Fahrstil hat die Behörden dazu veranlasst, jegliches ablenkende Verhalten am Steuer zu verbieten. Unter Ablenkung fällt etwa das Küssen im Fahrerraum, das mit 500 € bestraft wird. Auf Capri sorgt man sich dagegen eher um die Ruhe der Nachbarn. Das verständliche Bedürfnis nach lärmfreier Erholung
haben die Behörden jedoch auf die Spitze getrieben. Zwei Sommerurlauber wurden wegen ihrer schmatzenden Sommersandalen, war das nicht so? Flipflops. Festgenommen, womit dem neuen Verbot des lärmenden Schuhwerks Rechnung getragen wurde. Ich mag ja sowieso keine Flipflops. Ich mag diesen Schnuppel nicht da zwischen den großen Onkel. Da wäre ich wahnsinnig. Und du? Bei diesen Gesetzen werde ich auch langsam wahnsinnig. Aber wenn du damit schnell läufst, das hört sich ja auch immer an, so als ob schlipp, 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 schlipp. Ja, deswegen heißen ja Flipflop. Schlipp, schlipp. Also Flipflops, weil wenn man damit schnell läuft, dann hört sich das eben an wie Flipflop, Flipflop, Flipflop. Das ist, ich mag die Dinger nicht. Besonders wenn da einer mit Auto fährt, ist ja gemein und ehrlich. Ich habe jetzt die Begründung irgendwie verpasst, warum Sandburgen verboten sind oder unerwünscht sind, aber offenbar, ja gut, die Italiener, wir kennen die Italiener, das sind ja die leisesten und friedlichsten Menschen der Welt. Ne? Ist ja kaum ein Italiener, der mal anfängt, plötzlich laut loszuholen. Ne? machen die ja nicht. Mamma mia. Nee, Mamma mia. Ja. Ja, kommen wir zum Schluss. Diverse Staaten in den USA, viele Haftungsfallen für Autofahrer. Alter, wie weit ist denn? Also, die Vereinigten Staaten, wir machen mal eine Pause dazwischen, führen wohl die Liste mit den merkwürdigsten Gesetzen und Verboten an. Gut, ja. Wobei es vor allem bei einigen Verkehrsregeln bis an die Grenze des Absurden reicht. In Alabama beispielsweise ist es einerseits verboten, mit geschlossenen Augen zu fahren. Ich mache mir mal eben einen Tee, gut, weil hier der Dings ist ja an. Ist jetzt nicht unbedingt absurd, aber da sind wir wieder beim Thema Intelligenz, ne? So, wenn man das sogar per Gesetz verbieten muss. Aber erlaubt, in einer Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung zu fahren, solange der Fahrer vorne eine Laterne führt. Was ist das? Ich gehe mit meiner Laterne. Du darfst nicht singen. Ne, das ist Volksgut, Volkslied, das darf man. Ach, das stimmt. Ist nicht urheberrechtlich geschützt. Rabimmel, rabammel, rabum. Rabimmel, rabum, lieber Alabama. Was ist das denn? Also, oh mein Gott. Also, eine Laterne. Also nicht ein Scheinwerfer, ich muss eine Laterne anbauen, so mit Kerzen drin oder eine Laterne. Ihr habt einen an der Laterne. In Waynesboro, Virginia, ist Frauen das Befahren der Hauptstraßen immer noch nicht gestattet. Och, hör mal, das hat der Trump bestimmt wieder eingeführt. Gibt da... Das führt mich jetzt... Zu also, der nächsten. Okay, lassen wir das. In Tennessee dürfen Frauen zu Auto fahren, ja, aber nur solange ein Mann vorwegläuft und eine rote Fahne schwingt, um die anderen Verkehrsteilnehmer auf ihr Kommen hinzuweisen. Willst du das bei mir auch machen? Besser wäre. Aber Steffi, mein Auto, also, da muss ich ja sagen, in Dubai ist es den Frauen ja mittlerweile gestattet, einen Führerschein zu machen und Auto zu fahren, sogar ohne vorweglaufenden Mann. Mit jetzt, roter Fahne. Jetzt muss ich aber mal fragen, liebe Amis. Wer ist denn jetzt hier weiter weg von der Realität? Ist ja geil, ich mach mich kaputt. So, mein Schatz, wir fahren jetzt in den Urlaub. Ich fahre und jetzt geht's auch um Highway. Lauf los. Lauf los. Aber vergesst die rote Fahne nicht. Die rote Fahne nicht. Und hier, Gas geben, wir wollen zügig weiter, ne? Hier, ich fahre dann schon mal 120 Meilen, dann kannst du auch mal losrennen. Ja, du darfst ja gar nicht so schnell fahren, weil in Kalifornien darf der Fahrer ab einer Geschwindigkeit von 65 Meilen pro Stunde, das sind 105 km/h, weder aus seinem fahrenden Fahrzeug springen, noch dabei mit einem Bademantel bekleidet sein. Weißt du eigentlich, dass das... Also, ich weiß, wie die Gesetze gemacht haben. Die haben so eine große Lostrommel gehabt. Da haben die diese Zettel drin gehabt. Und dann haben die das immer gedreht und immer gezogen. So und das einzelne passt Worte. Alle, so, genau, so einzelne Worte. Es gibt so Bademantelauto. Ja, genau. Also bei 64 Meilen pro Stunde ist es also erlaubt, aus dem fahrenden Auto zu im Bademantel. Also mit Bademantel bekleidet zu fahren. Also... Ich verstehe es nicht. Wie kommt man auf so Gesetze? Das ist doch ein Witz. Ist das da öfter vorgekommen? Was haben die für Bademäntel? So wie Carrie. Ist das, hat er irgendwas? Na, jetzt bringt mich das zum Thema Physik. Geschwindigkeit ist ja eine physikalische Größe. Gibt es Bademäntel,
die ab einer Geschwindigkeit von 65 Meilen pro Stunde den Fahrer dazu veranlassen, aus dem fahrenden Auto zu springen, weil dann irgendeine Reaktion entsteht, die Einfluss hat auf den gesunden Menschenverstand. Ja, wird dann in die Vergangenheit reisen. Das waren aber exakt 66 Meilen die Stunde. Nee, war das die 88? Ja doch, war es 66? 88? Nein. Scheiße, wie viel ist der gefahren? Der Marty McFly. Moment. Was hat Doc Brown gesagt? Ich gucke. Das kriegen wir. Wie viel muss der fahren? Ja, und dann vielleicht mit dem Baden. Da, und deswegen Zeitreisen. So, McFly. Ich google das. Bis er das gegoogelt hat, haben wir hier eine Stunde schon wieder vorbei. Nein, ich kann jetzt Zeitreisen. Soll ich schon mal weiterlesen? Du kannst Zeitreisen. Geschwindigkeit. 140 km/h erreicht. Ja, toll. Ja, aber 140 km/h, das sind 88 ungefähr, bestimmt. Wahrscheinlich. 88 Meilen, okay. Ja. Gut, dann könnte ich das jetzt verstehen, wenn das irgendwie Zeitreise-Bademäntel wären oder so, dass man nicht schneller wie 88 Meilen fahren kann. Gut, komm, mach weiter. In Denver dürfen an Sonntagen keine schwarzen Autos gefahren werden, während in Georgia nicht aus einem fahrenden Auto oder Bus gespuckt werden darf, was Lastwagenfahren wiederum erlaubt ist. Was passiert denn, wenn ich von Denver nach wohin fahre? Georgia. Wenn ich von Denver nach Georgia mit einem schwarzen Auto, LKW fahre, dann darfst du alles. Und das an einem Sonntag oder aus dem Fenster spucke. Dann bist du ja King. Jetzt bin ich gespannt. Also, da muss mir jetzt mal ein Jurist weiterhelfen. Was würde in diesem Fall passieren? Also, und schließlich gilt größte Vorsicht, wenn man mal wieder seinen Elefanten an eine Parkuhr anbindet. Denn dort muss der entsprechende Tarif für einen PKW entrichtet werden. Und mit einem Gorilla als Beifahrer sollte man in Massachusetts aufpassen. Wer von der Polizei erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen. Und das war's. Wir sind fertig. Das waren diese 12 kuriosen Tralala. Offenbar, also des Deutschen liebsten Haustier, Hund, Katze, Maus. In Amerika scheint das eher Elefant und Gorilla zu sein, weil sonst gibt es ja keinen Grund, solche Gesetze zu erlassen. Klar, so ein Elefant, wenn man mit dem mal spazieren geht und den irgendwo abstellen muss, bevor ich den mit in den Porzellanladen nehme, der nimmt ja schon mal so einen PKW-Parkplatz ein. Also sollte ich dann da auch dementsprechend eine Münze einwerfen. Werfen Sie eine Münze ein? Weil ich wäre jetzt mal interessant. Werfen Sie noch eine Münze ein? Interessant finde ich jetzt mal angenommen, ich parke meinen Elefanten schwarz in Amerika, da in keine Ahnung, wo das war. Und jetzt kommt eine Politesse vorbei. So, ein Elefant hat wenig Scheibenwischer, wo man das Knöllchen hinbauen kann. Wie geht denn das denn? Ne? Unterm Schwanz. Mache ich ja bei dir auch immer. Knöllchen? Und jetzt machen wir fertig. Das war's. Wie war mit dem Gorilla? Wir sind vorbei. Wenn man mit dem Gorilla spazieren geht, muss man grundsätzlich ein Bußgeld. Nein, fallen. Ist doch jetzt auch egal. So, ja, wir sind das Gesetz damit. Ist auf jeden Fall elefantös und affig. Genau. Und wir sind jetzt raus. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Späßchen. Also, ich hatte Spaß, aber Zweifel auch gleichzeitig wieder am gesunden Menschenverstand. Und wir brauchen unbedingt Außerirdische wegen intelligenten Leben auf der Erde, damit das endlich mal hier einzieht. Tja, das wäre dann ein Thema fürs nächste Video. Interstellare Reisen sind leider auch nicht möglich, mein Schatz. Und dann sind wir raus. Wir wünschen einen schönen Tag, schönen Abend. Wieder zum Thema gesund. Zeitreise. Und der Experte sagt auch noch Tschüss. Zurück in die Zukunft mit euch. McFly. Ihr seid toll. Habe ich vergessen zu sagen. Habe ich euch eigentlich schon wieder gesagt, wie toll ihr seid? Danke fürs Zusehen. Ihr seid die Besten. Ihr seid großartig. Wir hoffen, wir haben euch den Tag wieder so ein bisschen versüßt. Ihr seid ja alle Experten-Fan. Kann ich ja nicht nachvollziehen, aber mein Gott. Geh mal weg hier, die wollen dich nicht sehen. Ich lebe da ja schon seit wie vielen Jahren mit? Dieses Jahr 25 Jahre. 25 Jahre. Wolltest du das nicht ausmachen? Das ist verboten in Amerika, was du hier machst. Wir sind nicht in Amerika. Nee, halt, in Dubai. In Dubai ist das verboten. Tschüss.